Es war nicht immer leicht, standhaft und konsequent für die Herstellung normaler Beziehungen zur DDR einzutreten und gegen den Missbrauch unserer Stadt als Frontstadt und Speerspitze gegen den Sozialismus anzukämpfen. Und wir sagen ganz offen, ohne den konsequenten Kampf unserer Partei gäbe es kein vierseitiges Abkommen über West-Berlin und keine Vereinbarung mit der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik.